Jetzt habe ich eine 9 gezogen. 8 plus 9 ist 17. Das ist ein voller Erfolg, weil 13 bis 20 ist voller Erfolg. Also Ach, jetzt muss ich auch noch rechnen hier. Ich brauche jetzt es noch so gibt. eine Wahrscheinlichkeitstabelle neben mir, dass ich mir das irgendwie klug Genau, ja. ausrechnen kann. Dann deckt man die auf und hofft, möglichst viele verschiedene Farben zu haben. Das sind leider nur zwei verschiedene. Die musst du wahrscheinlich mittendrin vielleicht noch mal ganz kurz, wenn es zu dem Punkt kommt, noch mal was dazu sagen. Aber bis Ja. jetzt glaube ich, dass ich es verstanden habe. Ja, das machen wir, genau. Also ich bin June, ich bin 23, mutig, sportlich und klug. Also alles, was ich im echten Leben nicht bin. Es geht nur noch darum, lebendig dort rauszukommen oder dem Geist in irgendeiner Art und Weise Frieden zu bringen. Das ist aber super schwer und ich glaube, man fährt auf jeden Fall besser, wenn man versucht, einfach lebendig rauszukommen. Hast gesagt, ich habe nur eine Taschenlampe dabei. Was würdest du sonst gerne dabei haben? Eine Laterne oder eine Kopflampe? Ersatzbatterien. Gerne, ja. Was? Und Du bist klug, also. ja, man weiß ja nicht. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Zeit das spielt. Haben wir das schon gesagt? Zeitgenössisch. Okay, dann habe ich auf jeden Fall ein Handy dabei, aber das ist natürlich nicht geladen, deshalb ist es nur noch 15% Akku. Ja. Es ist sehr realistisch. Genau. Vielleicht findest du ein Ladegerät da und wenn du mehr Fragen hast zu dem Blut, dann ja. Ach so, ja, stimmt. Ja, ist das, es sieht ganz normal aus wie Menschenblut. Rot und Ganz normales Menschenblut. Hämoglobin. Ja, stimmt. Oh nein. Du siehst, da liegt sowas, was wahrscheinlich als Brechstange benutzt wurde. Und das steckt in etwas drin. Jetzt ist natürlich die Frage, mache ich das so wie die ganzen Leute in den Filmen immer, die dann irgendwas rausziehen und irgendwas auslösen? Diese Gruppe wird mich wahrscheinlich vermissen. Genau. Hat den Namen. Nennen die es. Die Entdecker. Die Entdecker. Ganz Das. simpel. Sondern ich nehme so meinen eigenen Stab und stups dieses Ding erstmal so ganz vorsichtig an, ob da irgendwas weggeht. In dem Moment, mit dem Anstupsen, verschwindet das Ding und diese herausgebrochene Stange fällt klirrend und knallend auf den Boden und ein lauter Hall klirrt und echot durch die Wände an diesen ganzen Pfeifen und Rohren vorbei. Damit bist du bei 14 und 14 ist ein voller Erfolg. Ich dachte drei. Ah nee, bis. 13 bis 20 ist voller Erfolg. Ah, okay, sehr gut. Ja. Diese Hand tastet also. Diese Kreatur sucht was. Hat irgendwas verloren. Vielleicht den Schlüssel vor die Tür, um zu entkommen. Vielleicht ist es einfach jemand, der bei einem Experiment von Zeitreisen jetzt irgendwie da feststeckt in diesem Keller. Ich weiß gar nicht, wie der überleben konnte. Wahrscheinlich durch die Flüssigkeit irgendwie. Vielleicht tropft da irgendwas aus den Rohren und hat dieses Geschöpf ernährt. Ich nehme mein Handy und habe da noch Musik drauf. Irgend von irgendwas noch berührt wird und merkt, dass ich nichts Böses will. Ich glaube, Ich man glaube, man fährt fährt auf auf jeden jeden Fall Fall besser, wenn man besser, wenn man versucht, versucht, einfach lebendig einfach lebendig rauszukommen. rauszukommen. Und deshalb, zufälligerweise habe ich klassische Musik dabei. Ganz zufällig. Und lass erstmal Beethoven laufen. Mit einem plötzlich heftigen Schlag hämmert es mit einer Metallstange, die es in der Hand hält, auf den Boden. Bam! Bam! Ich könnte jetzt dran vorbeirennen und durch die dunklen Gassen rennen und das Ding ist dann auf mich aufmerksam. Das wird mir gar nichts bringen. Deshalb versuche ich lieber, den Kontakt herzustellen.
was auch immer das ist, Lebendig rauszukommen. glaube ich. Dich zu mit dieser Stange in der Hand. Auf keinen Fall einen Misserfolg haben. Jetzt Moment mal. Vorhin hieß es, dieses Ding hat irgendwelche lauten Schritte gemacht. Auf einmal ist es ein Geist. Woher weiß ich überhaupt, dass es ein Geist ist? Du hast ja gesagt, es sieht aus wie ein Mensch. Sieht aus wie ein Mensch, ja. Das hat eine sehr, sehr lange Hand gehabt, nicht wahr? Die war schon sehr unnatürlich lang. Ja, gut, okay, du hast schon recht. Ach so, oh. Oh nein, jetzt sterbe ich gleich. Ich will nicht sterben, Seite aus. Ich duck mich so runter und da ich ja sehr sportlich bin und jung und voller Leben und das auch trainiert habe bei den Entdeckern, wir sind nicht nur Entdecker, sondern auch, wir können auch diverse Kampfkünste merkwürdigerweise, kann ich mich auf jeden Fall echt schnell wegducken. Also eigentlich müsste das so schnell sein, dass auf den nächsten Kartenzug eigentlich noch plus eins draufkommt, weil das ist so eine Fähigkeit. Alles klar, was nicht immer gut ist, plus eins zu haben. In dem Fall wäre es ein Misserfolg gewesen. Das wieder Glück. Sehr Denn gut. wieder bei einem Bast wäre das, glaube ich, aus gewesen. Aber nein. Ja. Stattdessen. Das hat das Schicksal so entschieden, weißt du, dass diese Kreatur auf mich trifft, dieser Geist. Das kann gar nicht daneben gehen. Such nach einer Streichholzschachtel. Denn ich habe da eine zündende Idee. Eine zündende Idee. Ja. In dieser Ecke siehst du auch eine ganze Reihe von Körpern von Kakerlaken liegen, die dort liegen und dort tot sind. Ja, die könnte man auch gut anzünden. Vielleicht hast du ja Ja. Streichhölzer selber dabei. Ja, natürlich. Oh, wie kann ich so blöd sein und das vergessen? Das gehört zu jedem Starter-Kit von den Entdeckern dazu. Aber Ja. diese Holzwolle erstmal anzuzünden. Beginnt eine uralte, aber anscheinend immer noch funktionierende Berieselungsanlage durch. Da Yes. kommt überall Wasser raus. Und von hinten hörst du Klang, Klang, Klang. Mit voller Kraft draufzuschlagen, dass dieses Ventil wegfällt und sozusagen mehr Wasser austreten kann. Und das, ich höre das zwar, aber ich weiß, das ist meine einzige Chance, hier noch irgendwie rauszukommen, denn es ist eine Sackgasse. Und ist die einzige Chance, die ich habe, ist diese Sackgasse zu fluten. Und Wasser ist sehr schnell. Wasser ist sehr schnell, ja. Für dich besteht ja noch die Chance, da oben rauszukrabbeln irgendwann, wenn du irgendwie da, aber ja. Rauszuschwimmen, das ist mein Plan. Oh, ja, vielleicht füllt sich das. Du hast wieder wahnsinniges Glück. Es ist eine 6. Yes. Das bedeutet. Was ich machen will, bevor ich sterbe. Halt, Moment mal. Ich sterbe jetzt nicht. Das Nur Schicksal. hypothetisch. Es ist Ach rein so, hypothetisch. das Schicksal hat uns zusammengeführt, mich und diesen Geist. Ich kann jetzt nicht sterben. Das wäre für die Menschheit ganz schlimm. Was sagst du mir nochmal? Einen Lebenstraum, den du hast? Ich Oder? habe so viele. Sollen wir eine gewisse Nachricht überbringen? Und das habe ich bisher nicht gemacht. Und davon hängt tatsächlich die ganze Menschheit ab. Deshalb wäre das furchtbar für alle, wenn das jetzt vorbeigehen würde. Okay. Also sind wir bei perfekten 13. 13. June hat es echt drauf. Ja, natürlich. Wie konntest du daran zweifeln? Nein, ich habe ja selbst an mir gezweifelt. Hand ebenfalls auszustrecken, um deine Hand zu erreichen. Jetzt bin ich schon hier. Lebendig rauszukommen. Ich kann hier nicht rauskommen und dann allen erzählen, es hat seine Hand ausgestreckt und ich habe nichts gemacht. Ich strecke nicht meine Hand aus, da ich auch nicht dumm bin, sondern nehme mein Handy. Und habe zum Glück auch eine App drauf, die heißt Holo. Und werde von mir selbst ein Hologramm erstellen, wie ich meine Hand ausstrecke. Im Jahr 2022 geht das vielleicht schon. Wir sind jetzt Natürlich. genau 3 Jahre
In der Zukunft dürfte keinen Unterschied machen. Perfekt, Und die ja. Entdecker, die haben sowas eben. Das Ja. ist noch geheim, aber ja. Okay, der Geist greift mich an. Du bist schon verletzt. Aber das Ding ist, man muss ja, muss ich kurz einwenden, der Geist greift ja nicht mich an, sondern das Holo. Das Holo, ja. Von daher. Bitte geh du auf 46. Ich glaube, das ist eine andere Zahl, zu der ich gehen soll. Thank you for playing Murderous Ghosts. Das. Ja. Wollte unbedingt entkommen. Naja, zwei warst du weit. Ja, fast wärst du durch die dritte Öffnung, dann wäre es die dritte Karte Nein, gewesen. ich hatte so gute Ideen und jetzt ist die Menschheit in Gefahr. Und die nächste Karte wäre wieder mal ein voller Erfolg für dich gewesen. Ja. Ja, So ist die Idee. Genau. Aber ich glaube, ansonsten. das Ding ist, wenn man Kontakt aufnimmt, also man nähert sich ja diesem Ding und dann hat man einen Bast, dann wird es, glaube ich, schwierig. Also, voll der Downer. Ich wollte Ja. doch überleben. Ich wollte doch überleben. Wenigstens Kontakt aufnehmen oder irgendwie helfen. Ja, jetzt bin ich tatsächlich so, wie du sagst, wie eine Tragödie, weil die anderen werden ja kommen und mich suchen. Ja, und du Ah. bist die Gefahr. Ja, stimmt. Ja. Deshalb ist es schon wieder cool. Ja, es ist schon Ah, ich habe genial. mich schon gesehen, wie ich da rausschwimme Ja, die Idee war super, ja. rausklettere. Oh. Genau. Die Idee war super. Die Idee war super. Die Idee war super.